So, da geht's auch direkt weiter. Ja, ich habe noch ein bisschen rumprogrammiert. Ich habe hier noch mal oben die Lampe ausgewechselt, weil die ja aus sein muss, wenn alles voll ist. Der Tank ist jetzt mittlerweile voll. Die Lampen leuchtet nur noch auf grün. Ich will hoffen, dass es jetzt so funktioniert, weil ich mal zwischendurch gucken musste. Hier habe ich noch einen zusätzlich dran gemacht. Der mir. Wenn der nämlich voll ist hier, geht die Lampe nicht mehr an. So. Das heißt, ich musste in dieser Stufe nochmal sagen, okay, Lampe zählt mit. Bis in der Stufe hier rein. Auch nochmal, weil wenn ein Tank voll ist, soll er gelb anmachen und hier bei 75% auch gelb anmachen. Das hat den Vorteil, beziehungsweise die 75% könnt ihr irgendwie ausmachen, dass er A, die Maschinen ausmacht. Zumindest diese Funktion sagt Lampe aus. Und ich müsste jetzt noch einen zusätzlich dran machen. Einen müsste ich noch dran machen. Aber nee, der bezieht sich nicht auf die Leuchte, ne? Der sollte sich nicht auf die Leuchte beziehen. Hier werde ich keinen Zwischen machen. Vielleicht werde ich noch einen Zwischen machen, was ja optimal wäre, weil das ja die letzte Leitung wäre. Da brauche ich ja nur gelb nehmen. Brauche ich ja noch das gleiche machen wie da. Ich glaube, das mache ich noch zwischendurch. Eben, und dann gehen wir an die Smeltery ran, die ich hinten in die Ecke setzen werde. Wo derzeit nur das Bücherregal steht. Das heißt, ich brauche nochmal eine Pipe. Nehmen wir noch eine Pipe. Nehmen wir gelb, habe ich ja noch. Und brauchen wir noch einen Diamant. Da reicht auch. Ah, cool, ich habe ja noch welche von. Ist das mit Time Clock oder das ist ohne? Weil ich habe nämlich noch schon wieder andere Sachen im Kopf. Mit dem Time Clocker. So kann man nämlich. Okay. Ah. Disabled. Moment. So. Jetzt geht's ja. Weil er nicht voll ist. Habe ich nochmal bei 75, ich kann nochmal bei 75 auch nochmal grün machen. Grün. Ich glaube, dann haben wir alle Funktionen, ne? Voll rot, voll rot, voll gelb. Gelb, gelb, gelb. Gelb kriegt das Signal, rot kriegt das Signal. Grün bei 75%, dann machen wir nochmal. Wir machen es bei 25%. Einfach kommen. Jetzt müssen wir den mal abreißen hier. Ich den hier dran? So. 25. 50. Ich glaube, ich das so gemacht. Genau. Ja, gut, habe ich jetzt freigelassen, ist egal. Achso, der hat keine gelbe Leitung. Jetzt hat er so. Alles klar. Zack. Hier machen wir rote Lampe. So, wenn gelb, alles klar. Wenn das Sache wieder abläuft, dass er dann sagt, okay, hier muss ich wieder was machen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um die Smeltery. Die ich hinten hinsetzen wollte. Frage ist, kann ich. Adrita heißt es, ne, oder? Adri. Wenn man es aber Kobalt weiß ich Kobalt. Kann ich die in Tanks haben? Kobalt kann ich in Tanks haben. Ist die Frage, wie kriege ich das denn nachher in die Smeltery rein? Oder in so eine Gussform? Kann ich das wieder in Barren schmelzen, in Blöcke? Das ist ja Molten Kobalt. Hat der WTF nicht sowas gemacht? Ah, diese Liquid Tanks, ne? Ich will
gar nicht wissen, wie viel Holz wir haben. Wir können das auch mal, glaube ich, verbrennen. Ab 100.000 oder ab 200.000. Brenne es weg. Hier hat da Lava drin. Ich glaube, hier ist auch alles aus. Alter, das. Das ist ja, da sind ja nur Billionen drin, ist ja. Der hat ja so wenig Strom, ne? Achso, sein Generator läuft nicht, stimmt. Lava. Ne, der hat Doppelwassertank. Produziert das noch so viel, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Hier produziert der ja fast nur. War schon wieder ein King Slam in der Nähe, oh mein Gott. Was hat er denn hier drin? Gar nicht. Okay. Scheint nur wohl für die Mobs zu sein. Ist auch ganz gute Idee, nur für die Mobs in dem E-System. Ist okay. No. Über die ganzen Lampen, die ganzen Lichter. Eieiei, bis das hier geladen hat, dauert das Ewigkeiten noch. So, wir sind unten. Schon wieder 1000 weg. Oh mein Gott. Mal gucken für hier Lorium. Brennt das nämlich schnell weg. Alle 20 Sekunden, glaube ich, ein Ingot oder so. Das sind 3 Ingots pro Minute, das ist heftig. So. Muss jetzt mal alles abreißen hinten. La 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 la. Abreißen, tralala. Ja gut. Hier können wir immer machen. Achso, hier war das Loch, genau. Bim. Das war ja zum Verzaubern hier nur gedacht. Aber jetzt muss das erstmal hier weichen. So, du darfst auch weichen. Hier soll nicht die gute Schmelze hin. Gar nicht so ein, ja gut, ich kann hier drüber, ne, in den Keller. Müssen wir ja auch den Raum zumachen, dass es so wieder abgetrennt wird, aber ist ja auch okay. Hier fehlt noch so eine Treppe artmäßig, aber achso, da fehlt ja der andere Block noch drin. Stimmt. Ich muss auch noch ein bisschen zwischenpacken. Ja, mal gucken. Alle ab. So, Sache ist jetzt die Red Bricks. Ich will überlegen, habe ich noch Sachen irgendwo? Nein, kann nicht sein. Die Red Bricks da. Okay, wir brauchen einen Controller. Auch nicht. Ein Controller. Oder zwei? Ich nehme mal zwei. Zwei Lava Tanks. Lava Dwayne. Ja, mal. Zwei Pro. Fenster. Brauche ich ein Fenster? Ein Füllstandfenster? Vielleicht die hier. Eins, zwei, drei, vier. Mal 10 Stück. Jetzt brauchen wir noch die. 1, 2, 3. Oh, keine mehr da. Die müsste ich eigentlich direkt eine Brennfunktion da hinten geben, ne? Oh mein Gott, ich hasse es, wenn das hier nicht fliegt, wenn man hier nicht fliegen kann. Brennt er das sofort? Sie wird weg. Wäre gut, kriegt er automatisch. Ja, kriegt er automatisch den Auftrag. Hast du den im Inventar? Oh, ich habe keine Karte hier drin. Ich brauche nur so eine Karte. Oh. Kapitisse für Karte. Karte. Haben wir noch. Wieder hier rum.
so ein kleiner zugestellter Raum. Wieder nichts reinpasst. So. Alles klar. Hast du die automatisch im Inventar? Schmeiß sie gleich direkt rein. So. Können wir mal gucken. Zwei Schmelzen nebeneinander. Ob das klappt, das weiß ich noch nicht. Wir machen es auf jeden Fall einen höher. Eins, zwei. So. Ne, das ist falsch. Kommt natürlich nicht hier hin. Muss nachher da hinten in die Ecke. Du musst ja. Ah, jetzt kommen die Blöcke wieder in Einsatz. Hier ein bisschen schön haben. Ich weiß nicht, wie viel Abstand ich dazwischen mache. Okay, brauchen wir den. Und dann brauchen wir den Lavatank, aber den mache ich hier hin. Kann ich ja. Machen wir vielleicht eventuell vier Plätze frei, machen wir. Naja, das ist ja zu wenig. Warte mal. So. Also Tank dahin, zwei Plätze frei, Tank dahin. Das wäre dann da. So, okay. 1, 2, 3. Weil da kriegen wir wirklich noch viel geschafft heute. Ich will hoffen, dass wir noch viel schaffen. Machen wir das parallel auf beiden gleich, okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist okay, doch, finde ich. 5. Das sind die beiden Dwayne's. Die werde ich erstmal hier hinpacken. So, die müssen jetzt. Funktioniert schon, ja, genau. Das rein. Geht auch an. Sauber. Jetzt geht's natürlich weiter. Einmal drumherum mit dem ganzen Zeug hier. Die müssen natürlich auch noch aufgefüllt werden. So. Bis natürlich dahin. Aber wenn, dann machen wir das ordentlich, damit auch keine Monster spawnen. Hier kann ich vielleicht offen lassen. Vielleicht als Raum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vielleicht können wir. Machen wir so, würde ich sagen. Baubeutel, die bauen wir noch. Halben Stick davon. Mit Large Stand, die. Ob wir jetzt bis oben hinziehen soll, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir eh. Müssen wir so weit hochziehen, dass es hier drüber kommt. So. Wieder halt oben so einen Deckel drauf haben, dass mir jetzt nichts reinfällt oder sowas. Soll dazu bleiben. Ah, ne, kommt jetzt ist wieder der hier. Der Stormbrick. Ah, fehlt hier natürlich auch. Der Stormbrick. Wie gesagt, soll ja auch was fürs Auge haben. Bleibt ja nie aus. Wenn wir alles fertig haben, darf das nicht. Ja, ich könnte alles so lassen jetzt, weißt du, das Haus ist ja auch noch nicht ganz fertig. Mach ich hier nachher schräge Blöcke runter? Das hätte natürlich was, ne? Hab ich noch welche davon? Oh, ich hab noch welche davon. Ich glaube, das kann ganz gut aussehen. Jetzt so machen. Ah, ja. Moment, ich muss mal kurz auf den Desktop schalten.
einem so lassen. Oder so ganz minimal, jetzt ist super. Kleine Sau. Vorne brauche ich es jetzt nicht, aber hier, glaube ich, hier sieht es ganz... Doch, sieht gut aus. Da die Blöcke connecten nicht, ist ein bisschen blöd. Aber dann haben wir halt so eine Schräge drum gemacht. Gut, hier könnte ich jetzt sagen, machst du da drum, dann gehst du hinten noch so. Nee. Weil hier würde ich dann runtergehen. Ja, mal gucken. Ich jetzt so sage. Dann wäre es die Ecke, ne? Ich glaube, das sieht besser aus. Damit das so einen Abschluss hat auf diese, auf die Wand hier.